Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. 9 Sätze, die du nie wieder zu dir selbst sagen solltest. Darum geht es in meiner heutigen Podcast-Episode. 70.000 Gedanken pro Tag. Das ist die Gedankenanzahl, die jeder Mensch circa pro Tag hat. Und die meisten davon richten wir an uns selbst. Kurzum, wir führen den lieben langen Tag lang Selbstgespräche. Und weil Worte verdammt viel Macht haben, ist es eben nicht egal, wie wir mit uns sprechen bzw. was wir uns selbst förmlich einreden. Worte lösen Gefühle aus, sie lösen Taten aus. Durch diese beeinflussen wir auch unsere Umwelt, die dann darauf reagiert und zack wird aus unseren Gedanken das Resultat unseres Lebens. Aber zurück nochmal zum Anfang. Es ist leider ganz unmöglich, jeden unserer täglichen Gedanken bewusst auszuwählen. Dafür hat unser Gehirn einfach zu wenig Kapazität. Aber du kannst klassische Negativspiralsätze, die du in deinen Selbstgesprächen verwendest, ausfindig machen und diese dann ganz bewusst aus deinem Wortschatz streichen. Und genau dazu möchte ich dich heute inspirieren. Ich habe dir 9 Sätze mitgebracht, die du nie wieder zu dir selbst sagen solltest. Wenn du diese Sätze jetzt hörst, werden sie in dein Bewusstsein und vielleicht auch in dein Unterbewusstsein gelangen und von dort aus kannst du dir dann einen innerlichen Wecker einstellen, der dich immer ins Bewusstsein holt, wenn du wieder einen dieser Sätze zu dir selbst sagst. Und so kannst du nach und nach dafür sorgen, dass du das sein lässt. Satz Nummer 1. Ich versuch es. Ein Versuch impliziert immer die Gefahr des Scheiterns. Deshalb ist das Wort Versuchen in den meisten Köpfen mit Erfolglosigkeit verknüpft. Sag daher lieber, ich mache es oder ich gehe das jetzt an oder ich werde es schaffen. Satz Nummer 2. Im Leben wird mir nichts geschenkt. Sehr oft höre ich Menschen sagen, das Leben ist ein Kampf, mir wird im Leben nichts geschenkt oder das Leben ist eben hart. Bist auch du jemand, der häufig so denkt? Dann ist es jetzt an der Zeit, umzudenken, denn diese Sätze sind Pauschalüberzeugungen und das bedeutet, dass sie uns ganzheitlich beeinflussen. Wenn wir denken und erwarten, dass das Leben keine Leichtigkeiten, keine Geschenke für uns parat hat, dann wird genau das auch passieren. Unbewusst tun wir dann quasi also alles dafür, damit sich unsere Pauschalüberzeugung über das gesamte Leben bestätigt. Wir passen unsere Sprache, unser Verhalten, unsere Überzeugung an, bis wir auf unsere Aktion schließlich die erwartete Reaktion bekommen. Probier es mal ganz bewusst mit »Mein Leben darf leicht sein« oder »Ich bin bereit für die Geschenke des Lebens« oder »Ich verdiene« Leichtigkeit. Nummer 3. Immer mache ich alles falsch. Immer ist auch eine Generalisierung. Du versuchst dir durch diese oder ähnliche Sätze einzureden, dass du immer alles falsch machst, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht, denn es gibt gewiss Dinge, die du richtig machst. Ähnlich ist das auch bei nie kann ich etwas richtig machen oder immer werde ich abgelehnt. Du sendest deinem Unterbewusstsein durch solche Sätze also falsche Daten und die Folgen sind ein sinkender Selbstwert, negative Gefühle und bei häufiger Wiederholung auch eine tiefsitzende Blockade. Satz Nummer 4. Ich kann das nicht. Anders als der vorherige Satz kann dieser hier natürlich wahr sein. Es gibt vieles, was wir nicht können. Trotzdem zieht er unseren Selbstwert in den Keller und genau das wollen wir ja nicht. Mit einem einfachen Trick kannst du diesen Satz jedoch in einen positiven verwandeln. Sag einfach, ich kann das noch nicht. Dein Unterbewusstsein suggeriert dadurch sofort positiv und du fühlst dich merklich selbstbewusster, weil noch impliziert, dass du es eines Tages doch können wirst. Nummer 5. Ich bin ein Versager.
Egal, ob du nun sagst, ich bin ein Pechvogel, ich bin ein Versager, ich bin ein Angsthase oder ich bin ein Niemand, du katapultierst dich dadurch in Rollen, die du gar nicht haben möchtest. Und das Fatale dabei ist, dass ich bin. Dein Unterbewusstsein nimmt derartige Sätze enorm schnell auf und macht sie zu deiner Identität, denn ich bin sagt aus, dass es deine Identität ist. Wenn du tatsächlich einmal Pech oder Angst hast oder versagst, ist es besser, wenn du dir bewusst machst, dass das Pech oder die Angst zwar da sind, sie aber nicht du sind. Ganz nach dem Motto, ich hatte zwar eben gerade Pech, aber ich bin nicht das Pech. Ich habe zwar gerade eben versagt, aber ich bin kein Versager. Nummer 6. Andere sind besser als ich. Dieser Satz ist wie ein Filter, den du dir überstreifst und durch den du dann nur das siehst, was andere besser können als du. Gleichzeitig ist der Fokus so stark auf andere und ihre Stärken gelegt, dass du deine eigenen übersiehst. Frag dich heute mal ganz bewusst, was kann ich besser als andere? Wofür werde ich gelobt? Wo habe ich vielleicht ein klitzekleines oder sogar großes Talent? Nummer 7. Ich bin zu alt oder ich bin zu jung. Dieser Satz ist tatsächlich in 99% aller Fälle ein Vorwand. Wir spüren ein Unbehagen und prompt sucht unser Unterbewusstsein nach einer Ausrede. Das mag natürlich etwas hart klingen, aber ich möchte dir gerne beweisen, warum dieser Einwand vielleicht auch für dich leicht zu entkräftigen ist. Wenn es etwas in deinem Leben gibt, das du vielleicht gerne machen möchtest, für das du dich aber zu alt oder zu jung fühlst, dann frag dich, hat diese Sache schon einmal ein Mensch in meinem Alter getan? Und wenn die Antwort ja lautet, dann ist dein Einwand somit entkräftet. Nummer 8. Irgendwann erfülle ich mir diesen Wunsch. Das Wort irgendwann findest du in keinem Kalender und genau das ist auch schon das Problem. Denn aus irgendwann wird fast immer ein Nie. Wenn du einen Wunsch oder ein Ziel hast, dann definiere glasklar, wann du damit starten möchtest. Finde einen Tag, einen Monat oder zumindest ein Jahr, in dem du dich deinem Wunsch widmen möchtest. Wenn dein Wunsch oder dein Ziel sehr groß ist, kann es außerdem sehr hilfreich sein, Zwischenetappen zu machen und auch für diese Zeitpunkte zu definieren. Nummer 9. Ich habe nichts Besseres verdient. Auch dieser Satz ist eine Generalbotschaft an das Leben und klingt dann in etwa so, hey Leben, es passt schon, dass du mir ständig nur Kränkungen und Misserfolge bescherst, weil ich eben eh nichts Besseres verdient habe, also mach ruhig weiter so. Und diese Botschaft, die möchtest du natürlich nicht aussenden. Auch dein Unterbewusstsein wird nämlich darauf prompt reagieren. Es denkt, du hättest somit gerade eine Nachbestellung von nichts Besserem gemacht. Also streich auch diesen Satz aus deinem Kopf und sag dir stattdessen öfter eine der folgenden positiven Affirmationen. Ich verdiene es, vom Leben reich beschenkt zu werden. Oder ich verdiene das Beste, was ich mir nur vorstellen kann. Oder ich verdiene Liebe, Fülle und Leichtigkeit. Wenn du mehr von diesen positiven Impulsen und noch klarere Anleitungen für ein positives Leben, für positive Veränderungen haben möchtest, dann sei gerne bei meinem Live-Webinar am 24.09. den Dienstag dabei. Loslassen und strahlen. Nur dreimal im Jahr gibt es ein Gratis-Webinar mit mir und bei diesem Webinar lernst du, wie du loslässt, was dich klein hält, was dich blockiert, was dein Strahlen verhindert. Es geht um Glaubenssätze, es geht um die Freiheit deiner Selbstliebe und vieles mehr und bekommst einige Werkzeuge, die du dann auch wirklich wirkungsvoll einsetzen kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Du findest den Link zur Anmeldung unten in der Caption. Melde dich auch dann gerne an, wenn du an diesem Tag vielleicht keine Zeit hast, denn du bekommst ganz automatisch eine Aufzeichnung des Webinars zugesandt. Herzlich, deine Melanie.